Hallo, willkommen zurück zu Die Simpsons Springfield. Heute im siebten Teil. Das Haus von den Van Houtens habe ich bereits fertiggestellt. Das blaue Haus steht auch schon. Wie man wunderbar sehen kann, ist Milhouse auch schon voll dabei, seine Quest zu erledigen. Hier sollte ein Flugzeug dazu bringen, geradeaus zu fliegen. Mit wunderbaren Kurven. Krusty geht mit seinem Affen spazieren. So, als allererstes werde ich mal hier das Geld einsammeln. Na. Mal schauen, was bei den Rubbellosen heute rauskommt. Eine Holzkeule. Noch eine Holzkeule. Ja, $750. Gleich wieder eine Runde Tom Markus anpflanzen. Ich vermisse noch Huma und Lisa. Lisa brauche ich jetzt unbedingt noch für einen Quest. Ach, die macht noch ihre Hausaufgaben. Die ist erst in 4 Stunden fertig. Denn die hat zusammen mit Milhouse die Aufgabe, einkaufen zu gehen. Na gut. Aber wo zum Geier ist der Huma? Was habe ich mit dem gemacht? Eigenartig. Die macht die Hausaufgaben. Wo ist Huma? Da ist er. Stimmt. Der soll der Supersäufer werden. Und zwar angeblich gibt es keine Möglichkeiten für einen Nicht-Iren einen bestimmten Rang zu erhalten. Huma hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, ich pack das. Zum Leidwesen der Familie. Ja. Da wir jetzt noch 4 Stunden Zeit haben, wird Ned auch noch eine Runde joggen gehen. Der einzig Sportliche in dieser ganzen Stadt, habe ich so das Gefühl. Apu wird arbeiten gehen. Milhouse, was machen wir denn mit dir? Den Drachen steigen lassen, ein Modell gerade ausfliegen lassen. Ja, spiel nochmal mit deinem Flugzeug. Tom O'Flanagan wird Getränke servieren. Alles jetzt auf 4 Stunden angelegt. Cletus wird die Kleinen entlausen. Krusty, was machst du denn Schönes? Der Affe heißt übrigens Mr. Teeny. Tja, was können wir denn mit Krusty machen? Der macht sich selber mal wichtig. Da hat er wieder ein großes Ausrufezeichen auf dem Kopf hängen. So, den See habe ich ja bereits wieder entfernt. Hier dürfen Huma und Lisa dann nachher nochmal aufräumen. Komischerweise schaffen das nur die Simpsons. Alle anderen Charaktere habe ich noch nicht dazu bringen können, die Stadt aufzuräumen. Das scheint so zu sein, als wenn Huma irgendwo hier, ups, sich verpflichtet fühlt, sein Missgeschick, und zwar die Sprengung von Springfield, wieder gut zu machen, indem er alles Mögliche wieder aufräumt. So, dann kaufen wir hier mal noch ein bisschen Land. Dann nein. Wollte ich erstmal die Gebäude kurz versetzen.
Um. Einfach mal hier eine Kreuzung mit einzubauen. Das haut mich jetzt nicht hin. Jetzt werde ich die Banke noch versetzen. So, jetzt sollte es aber funktionieren. Sehr schön. Es ist schade, dass die Karte sich hier nicht drehen lässt und man halt nur die Möglichkeit hat, ja, zwei verschiedene Winkel dieser Häuser zu nutzen. Zum einen die waagerechte und die senkrechte Fassung. Das heißt, möchte ich ein Haus hier hinstellen, hat das quasi keinen Straßenzugang. Das soll jetzt aber nicht weiter stören. Die Banken müssen wir noch zurücksetzen. Ist ja mehr oder weniger unwichtig, dieses Ding, aber was soll's. So, als nächstes besuchen wir nochmal unsere Nachbarstadt. Ich hatte in der letzten Folge schon erwähnt, dass, wie hieß er noch, unser Harrier-Freund. Tingeltangel Bob, genau. Dass der hier ab und zu rumläuft. Ich habe ihn noch nicht wieder gesehen. Oh, Rector Skinner. Mr. Burns. Das ist so diese typische Vorstadt-Idylle. Häuschen an Häuschen, Garten dran. Und wir sprühen nochmal die Grundschule von Springfield ein. Unsere drei Aktionen im Nachbarstaat der Springfield 2 erledigt. Gerne nach Hause zurück. Ah, es ist schon wieder nichts mehr zu machen. Huma und Lisa fehlen halt noch die nächsten 4 Stunden. Aus diesem Grunde sind die anderen ja jetzt auch 4 Stunden beschäftigt. Deswegen beende ich diese Folge jetzt und werde dann mit neuen Quests in der nächsten Folge starten. Bis dann und Dillido, wie Ned Flanders sagen würde. Ciao.